das ist die eine Sache, die ein Kollege halt wirklich richtig schlimm nervt, oder? Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf Flip Floyd, Ihrem Kanal für deutsche Wortkunst. In diesem Falle die schlechtesten Deutschrap-Lines 2021, Video 2 von 2. Der Künstler möchte damit sagen, dass diese kurze Reihe, dieser Expresszug durch den deutschen Wortsalat abgeschlossen ist. Wir allerdings stehen erst am Anfang dieser 4 Minuten 21 Sekunden langen Odyssee. Wie er 420 verkackt hat bei der Länge diesmal, ne? Er hat es verkackt. Ja. The Boy. So, Rin! Was war das? Rin, ist das nicht dieser Rapper? Ist auch ein Rapper, ja, auch ein Deutschrapper. Ein fantastischer, let's go. Früher Habib, fängt bei jedem, der mich immer noch als Newcomer sieht. Darf ich vorstellen, der lyrisch krasseste Newcomer Deutschland. Aber warte ganz kurz, wenn wir jetzt schon am Interpretieren sind. Zwangsweise holt er sich nach der Line einen runter. Weil? Weil er vorher das gesagt hat. Ich kann nicht dahin schwulen. Warum nicht? Weil er hat vorher gesagt, jeder, der sich... Ja. Weil er vorher, ach so. Weil er vorher das gesagt hat. Fick mal jeden, der mich immer noch als Newcomer sieht, dann sagt er das selber und deswegen fickt er sich selbst. Alles klar, I see. Verstehst du? Ja, verstehst du? Hat viel zu lange gedauert. Der hat gedauert, Alter. Platz machen. Alter, war tatsächlich richtig schnell in deinem Kopf. Ja. Newcomer sieht. Aber reicht nicht. Darf ich vorstellen, der lyrisch krasseste Newcomer Deutschland. Er ist guter Junge, fickt den Karnevalsverein. Die Kunstfigur Bushido, der Gangster-Rapper, der den Leuten schlimme Wörter an den Kopf wirft, dass das wie so eine Art ja, Faschingskostüm im Schrank hängt. Und manchmal hole ich das raus, ziehe ich an und dann mache ich Party und dann geht das auch wieder weg. Können wir uns wirklich kümmern? Also weiß ich nicht. Ich bin ja eine flammende, zumindest Bushido-Fan der ersten Stunde, so nach dem Motto, als noch... Ja. Sonny Black und Frank White unterwegs waren, aber ich muss mal sagen, jetzt so nach der Dokumentation und den Interviews und diesen ganzen Sachen rund um Vis-a-vis und hast du nicht gesehen, ist also der alte Mann, der kann auch wirklich das Kostüm im Schrank lassen, das ist an Lächerlichkeit alles nicht mehr zu überbieten, was da gerade kommt. Muss man wirklich einfach mal sagen, wie das ist. Hallo, willkommen zum 2021 Update des Samra Tutorials. Jetzt ist es noch einfacher, einen Samra-Text zu schreiben, seitdem sein Gedächtnis durch seinen Drogenkonsum leidet und er vergisst, dass er immer wieder dieselben Lines rappt. Denkt zuallererst an Samras Lieblingsflüssigkeit, mit der er seine Sorgen betäubt. Check den mit Spatzen in der besten Tasche und ich ex die Jackie-Flasche. Ständig auf Drogen, Jackie-Cola-Dosen. Air Max in Schneeweiß auf Jackie und 10 Lines. Wir hängen in Parks mit Jackie im Glas. Ich bin wieder auf Jackie. Nicht? Nee, die letzte Line, da ging es um eine Frau. Ja. Ich glaube auch, ich wollte auch gerade fragen, sagt man das heute so, wenn man Alkohol trinkt, ich bin auf Jackie? Also das kenne ich so jetzt nicht. Klar. Ich bin auf Koks, naja, oder ich bin halt auf Hero. Drauf. Aber ich bin auf Jackie? Habe ich noch nie jemanden sagen. Hero. Kennst du, ne? Kennst du? Ich bin auf Crystal. So, aber ich kenne das, man sagt das bei so krassen Drogen, aber ich kenne das bei Alkohol nicht so. Ich bin auf kleiner Feigling, Alter. Geh mir, ich bin richtig auf Nordhäuser Doppelkorn jetzt, Alter. Das sagt doch keiner. Ja, der hat wahrscheinlich auch einfach viel. Ich bin auf Behrensen, Alter. Ja, können wir nicht über Popkultur diskutieren auf einem Level, wo wir das zu ernst nehmen, Alter? Ja, lass mal nicht machen. Ich bin auf Radler, Bro. Mich würde viel mehr interessieren. Ich bin auf Radler, ist stark. Ich bin auf Alster. Mich würde aber viel mehr interessieren. Schön, muss der Mann eigentlich angeben, wenn es ein Placement ist? Falls es mal eins wird. Ich weiß ja nicht, es ist ja abgesehen von der Social-Media-Welt, ist es ja so, es reicht ja, wenn irgendwo am Anfang mal für eine Millisekunde ein P eingeblendet wird, dann bist du safe, wenn du nicht Social-Media machst. Jungs, ich bin voll auf Aperol Prosecco, Alter.
Ist Aperol Prosecco, Alter. Das ist ja ekelhaft, Alter. Aperol Spritz, oder? Dass der ihn deswegen in seiner Hand hat. Verlänger wieder um ein Jahr bei Lucifer. Der letzte Tropfen Para mit Musik, aber mit dem Blink. 100.000 Mal ruft du Lucifer an. Jure sagt als Lache, Neuner steckt tief in der Kanada-Goose. Die Summe meiner Seele kann der Teufel sich wie Schleich bei Designer. Und das dürfte der Grund sein, wieso seine Mutter Tränen weint. Zwar hat Samra bereits letztes Jahr einen ganzen Song darüber gemacht, aber egal, man kann es nicht oft. Samra, Mama bei Jumper. Dezent fertig, Alter. Was Sido schon erfolgreich gemacht hat, das kann auch jeder nachmachen. Genug erwähnt. Ja. Wenn Mama und sogar dein Vater weint, Tränen gaschen, durch ihr geht's nicht gut. Die Straße hat's mit mir nicht gut gemeint, deshalb hat Mama jahrelang Blut geweint. Mama weint, weil ihr Sohn dort vercheckt. Ich würde sagen, der hat's aber irgendwas mit Mama gar nicht gut gemeint, wenn Mama Blut weint, Alter. Ja, zum Arzt gehen. Nicht gut. Mama weint, sie will wissen, was ich mache. Und schließlich ist ganz wichtig, in welchem Auto er unter Einfluss von Drogen und des Teufels unterwegs ist. Fahr besoffen, mein Urus zu einer Schrottkarre. Lamborghini Urus, aber muss zu MPU. Kugeln aus der Walter im Lamborghini Urus, cruisen durch die Altstadt. Ich finde, es gibt keine Automarke, die uncooler klingt als Lamborghini Urus. Ich würde gerade sagen, Lamborghini Urus cool zu sagen, ist fast wie hart eine Banane zu essen. Ja, ja, ist der beste Vergleich, den du dafür bringen kannst. Geht nicht. Alter, Falter. Da fahr ich heute mit dem Urus oder Benz raus. Bretter mit dem Urus über Kudamm wie bei Formel 1. Und Bretter, Bretter, Bretter im Lamborghini Urus. Fülle den restlichen 16er einfach mit Zeilen über Kokainkonsum auf und wie einsam du bist. Fertig. Schon hast du einen Samra-Song im Jahr 2021. Ich darf pflanzen, als wäre ich ein Garten. Ist die Welt nun eine Scheibe, eine Kugel oder einfach eine Forze? Mir egal, ich trage einfach gerne weiße Socken. Der Justin react. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob Fahrt seinen Song Shish Kebab aber auch so ernst meint jetzt. Ich bin am Zweifeln gerade. Ich verstehe das mit den weißen Socken, ja. Das ist so ein bisschen, so wäre es in der Köln Zweckreim kommt. Zweckreim ihm seine Mutter, Alter. Ja, das schon, Mann. Gar keinen Sinn. Schade. Hab ich niemals verkauft, das sind reale Berichte und keine Fabelgeschichten, wie die Abendnachrichten. All die Menschen, die blind unter Hochspannung stehen, sind nur Fähnchen im Wind wie beim Mondlandungsfake. Hier, schlagen Sie mich bitte sofort. Das ist die eine Sache, die ein Kollege halt wirklich richtig schlimm nervt, oder? Seine unfassbar Alter. Heftige Nähe zu Schwurbelscheiße. Alter, ja. Er ist ja sowas von empfänglich davon. Warum? Nein. Warum? Olli, warum? Ja, darf man doch mal fragen. Nachrichten geguckt in letzter Zeit. Ja, aber man darf doch mal fragen. Das stimmt. Stanley Kubrick, ja. Und flexe wie ein Big Boss. Was ihr ging, halt die Fresse, du hast TikTok. Ist euch mal aufgefallen? Jetzt mal ohne Scheiß. Wir hören uns das nochmal an und ihr macht die Augen zu. Ja. Warte mal. Ja, okay, pass auf. Mach die Augen zu und das ist jetzt kein Spaß. Denk an Willi Herren. Was? Okay. Das ist jetzt kein Scheiß. Mach mal bitte. Ich bin Club und flexe wie ein Big Boss. Was ihr ging, halt die Fresse, du. Es stimmt tatsächlich. Oder? Das ist Willi Herren. Das ist einfach Willi Herren, Alter. Das ist aber nicht cool, der ist tot. Ja, und? Wiedergeborenen Moduzzi. Stimmt, ist ja auch ein Anagramm für Willi Herren. Wieder bei Verschwörungstheorien, Alter. Mann, Schlager und Deutschrap. Alter! Aber ohne Scheiß, ich hab schon recht auch. Ja, das klang wirklich krass. Ist die Wahrheit, ist die Wahrheit. Cannot be unheard. Du hast TikTok. Oh.
Was ist das für Musik, Alter? Was ist das? Bist du das? Und dann mach ich ihn nicht. Was ist das? Toll, Olli, jetzt hast du den Song abgebrochen. Ich wollte ihn hören. Ja, komm, wir hören doch mal rein, Alter. Was ist das? Wenn die Durchblutung gestört ist, hat das dramatische Folgen. Die Nervenzellen werden dann nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und sie sterben richtig ab. Digga, ich möchte jetzt wirklich legit wissen, Freunde. Schreibt mir das in die Kommentare. Sorry, Kasimir. Aber gibt es jemanden, der das feiert? Olli, kannst du bitte den ganzen Namen sorry, Kasimir 1441. Gibt es jemanden, der das feiert, Alter? Sorry, ich bin da jetzt krasser Boomer, Alter. Ich bin da richtig krasser Boomer jetzt gerade und sag so, ich verstehe die Musik von heute nicht mehr, die sich die jungen Kids geben. Aber ja, ich sage, ich verstehe die Musik bitte nicht. Wirklich, ich bin ja sonst echt nicht so einer. Ich bin sonst offen für alles, ja, aber das, Olli, das grasp ich nicht. Das macht aber alles, was du gerade sagst, ist wirklich, naja, zumindest nicht haltlos, aber zumindest insofern nicht so sinnig, weil wir gucken die schlechtesten Deutschrap-Bands. Ich weiß, aber ich kann doch trotzdem fragen, ob es jemanden gibt, der das feiert. Ja, das ist ja die Frage gestellt. Das kann ja sein, dann feiert er halt schlecht. Nee, die Sache ist, er hat vielleicht auch gute Songs. Ja, ich weiß es nicht. Ja, das will ich alles auch nicht anzweifeln. Ne? Ich habe nur gefragt, ob das hier jemand feiert. Naja, das jetzt nicht, aber das könnte daran liegen, dass es die schlechtesten Lines sind. Ja, weiß ich nicht. Ist sogar Berliner. Oh Gott, bitte nicht. Genau das passiert bei einem Schlaganfall. Sorry, das mit dem Schlaganfall war nochmal richtig lustig nach diesem Jupiter. Sorry, jetzt muss ich aber nochmal hinspulen. Entschuldigung. Was war jetzt mit Cheesecake Factory, Alter? Rein in die Nikes, Alter. Das heißt der Song. Mega, Alter. Aber ja, es ist die Lines sind schon, schon ein bisschen sehr FBI-Open-Up, oder? Also abgesehen davon, dass die Reime schlecht sind, ist das auch wirklich schwierig. Na gut. Ja, Freunde, Alter, ich sag mal. Ich fand's witzig. Ja, ist lustig. Die Sticker, schlechter Rap, nein, danke. Schön. Gefällt mir. Freunde, lass gerne. Aber es ist auch so ein bisschen auslaugend, ne? Ja, total. Ja. Total, total. Aber Digga, Kasimir war einfach mal 4 Wochen auf Platz 1. Ja, wo dann in den Charts? Ohne dich heißt weißt der du, Song, ich, keine Ahnung. Wann habt ihr das letzte Mal in die Single-Charts, deutschen Single-Charts geschaut? 1900, lass mich nicht genau. Lügen, 98, ja, glaube ich. Ja, bestimmt, also ist bei mir wahrscheinlich dasselbe. Ich höre halt immer Modus Mio und Deutschrap brandneu, also. Das ist okay, aber es sind ja nicht Single-Charts. Das sind ja mehr so Release-Sachen, gibt ja aber so, Charts, ich habe keinen Plan, Alter. Hat man früher aber noch gemacht, oder? Ja. Aber früher gab es doch auch Radiosendungen, wo legit dann einfach hier ist, Platz 20 der aktuellen Charts und dann bis Platz 1 runter. Ja. Und dann irgendwie so die 12. Woche in Folge Michael Jackson mit dem Earth-Song. Da gab es auch noch MTV, da hast du das auch noch im Fernsehen gesehen. Ja, stimmt. Da hat man halt auch noch wirklich CDs und Platten gekauft und so haben sich Charts ergeben. Das gibt's halt heute nicht mehr. Es ist so dumm, ich wollte gerade in die Charts reingucken. Last Christmas, all I want for Christmas, driving home for Christmas. Ja, fickt euch alle. Schlimm. Vorne, gehört aber eigentlich auch verboten, dass das immer noch so abgeht von Jahr zu Jahr. Ja, schwierig. Ja. Lass mal Abo hier so. Und so. Tschüss. Tschüss.